Wenn man Klartext reden will, muss man sagen, naja, der heutige Handelstag, der war doch eher mäßig aufregend. Wir sehen eine leichte Erholung der US-Indizes, ähnliches beim DAX nach den gestrigen Verlusten. Auch die waren nicht dramatisch, mit Ausnahme des Russell 2000, diesem Nebenwerteindex, der sich heute auch am stärksten erholt. Aber es ist letztendlich so ein bisschen ein Loch wieder da, nachdem gestern die Netflix-Zahlen für ein bisschen Aufregung gesorgt haben mit der Frage, naja, wird das jetzt für all diese Konzerne gelten, die doch von Stay at Home profitiert haben, also von dem Lockdown profitiert haben, ist Netflix da der Vorreiter. Aber eines war dann doch heute aufregend oder maßgeblich, würde ich sagen, denn es wirft einen Blick voraus auf den Sommer wahrscheinlich. Und das maßgebliche und entscheidende oder interessante heute war das, was die Bank of Canada heute von sich gegeben hat. Normalerweise jetzt nicht wirklich ein Aufreger für die Weltmärkte insgesamt, für die Wall Street auch nicht. Aber wie hier Carl Quintanilla richtigerweise sagt, normalerweise wenig aufregend, wie gesagt, aber heute schon, denn die kanadische Notenbank hat beschlossen, ihr QE zu tapern, also das Volumen der Anleihekäufe zu reduzieren von 4 auf 3 Milliarden Dollar. Warum tut man das? Weil die Wirtschaft schlichtweg viel besser läuft als vorher prognostiziert. Läuft heiß, Immobilienpreise laufen heiß. All diese Dinge sind viel besser gewesen, die Jobs deutlich stärker gestiegen oder die Arbeitsplätze deutlich schneller zurückgekommen, teilweise als eben erwartet. Und darauf reagiert jetzt die Bank of Canada als erste westliche Notenbank. Und meine Prognose ist, wir werden spätestens im Sommer dann auch an der Wall Street die Diskussion haben, naja, die Fed muss jetzt irgendwie von ihrem ultralaxen Kurs runter, so oft sie das jetzt auch gesagt hat, irgendwann ist Schluss, irgendwann droht eben diese Überhitzung und genau diese Überhitzung scheint hier für die Bank of Canada der ausschlaggebende Punkt zu sein. Wir sehen hier zunächst mal chaotische Reaktionen, denn kurz vor 16 Uhr, als die Entscheidung der Notenbank bekannt gegeben werden sollte, gab es einen vermeintlichen Leak. Da hieß es, nein, es wird doch kein Tapering geben. Daraufhin schon Bewegung am Devisenmarkt. Dann kam die Entscheidung der Notenbank, doch Tapering, also Reduzierung der Anleihekäufe. Das hat für ziemliches Chaos gesorgt. Letztendlich dann der Loonie, wie die kanadische Währung auch genannt wird, dann doch stärker eben aufgrund des Taperings und sogar der Ankündigung von Zinsanhebungen. Zinsanhebungen, wann haben wir das letzte Mal dieses Wort in den Mund genommen? Also das ist schon eine Zeit lang her, aber hier die Bank of Canada wahrscheinlich der Vorreiter für das, was kommt. Wenn jetzt in Sachen Impfungen, in Sachen Mutationen nichts dazwischen kommt, dann dürfte das ab Sommer das ganz, ganz große Thema werden. Da gab es ziemliche Konfusion auch um diese Entscheidung. Macklem hat das dann klargestellt, der Governor der Bank of Canada. Und jetzt sind wir, wenn wir jetzt mal auf die Aktienmärkte blicken und zum Beispiel auf den Nikkei in einer wichtigen Situation. Heute Morgen gab es Kommentare, ja, da war doch nichts zu dem Nikkei zum Beispiel oder zu den asiatischen Märkten. Der Nikkei heute 2% gefallen. Daraufhin hat dann nach Handelsschluss oder zumindest zum Handelsschluss die Bank of Japan ein paar ETFs mal wieder gekauft, offenkundig, um den Markt zu stützen. Hier sehen wir, dass der Nikkei jetzt in einer wirklich wichtigen Periode ist oder in einem wichtigen charttechnischen Bereich. Große, große Unterstützung. Da sollte er nicht drunter fallen, sonst wäre das eine ziemliche Top-Bildung und das könnte dann ausstrahlen auch auf die Aktienmärkte insgesamt. Aber wenn wir jetzt mal kommen zu den amerikanischen Aktienmärkten, an den deutschen ist heute wieder nicht so wahnsinnig viel los, dann sehen wir insgesamt, dass die Stay-at-Home-Aktien, also sowas wie Amazon etc., deutlich besser gelaufen sind als die Reopening-Trades, also diese Businessmodelle, die eben von der Wiedereröffnung der Wirtschaft deutlich profitieren. Hier sehen wir also irgendwie einen leichten Widerspruch. Eigentlich deutet doch manches bis auf Europa und vor allem Deutschland auf Öffnungen hin, vor allem eben in Kanada, in den USA vor allem. Aber das ist derzeit zumindest von den Aktienmärkten so noch nicht gespielt. Und jetzt ist die Frage, das was ich gestern aufgeworfen hatte, Margin Calls voraus. Wir sehen diese massive Hebelung und diese Hebelung, und das ist interessant, gibt es auf zwei Seiten, wenn man so will. Hier sehen wir zunächst mal die Gross Leverage und die Net Leverage, also die Netto-Hebelung von Hedgefonds zum Beispiel. Und wir sehen, dass man hier durchaus in beiden Seiten, auf beiden Seiten sehr, sehr stark engagiert ist seitens dieser Hedgefonds, die jetzt in den letzten 7 von 8 Tagen eher auf der Verkaufsseite unterwegs gewesen sind und möglicherweise dann mit ihren Short-Positionen auf
den falschen Fuß erwischt werden, dann geht es wieder hoch, Sie haben gleichzeitig Long-Positionen, dann gehen Sie vielleicht Long in diesen Werten, dann geht es wieder nach unten. Also die Märkte tendieren ja dazu, den Weg des größten Schmerzes zu gehen, würde nicht überraschen, wenn wir hier ziemlich volatile Ausschläge auf beiden Seiten sehen würde, eben schon aufgrund der Positionierung an den Märkten. Wir sehen woanders. Da ist jetzt ein bisschen der Wurm drin. Wir sehen Schwäche bei IPOs, heute auch Coinbase wieder zwischenzeitlich sehr negativ. Aber wir sehen, dass insgesamt jetzt Mitte April schon fast das gesamte IPO-Volumen des Vorjahres schon erreicht war. Also hier massive Equity Issuance, wie die Amerikaner sagen. Man bringt also wahnsinnig viel an den Markt und gleichzeitig entwickeln sich diese IPOs sehr, sehr schlecht. Ähnlich schlecht wie übrigens die SPACs. Hier sehen wir, da sind wir 37% vom Hoch im Februar schon entfernt. Und wir sehen hier in der unteren Grafik, dass praktisch kaum mehr SPACs jetzt an den Markt kommen. Also das Ding ist gelutscht. Dieser Drops ist gelutscht. Das Ding ist wohl jetzt erstmal vorbei. Diese Börsenmäntel, die letztendlich zu nichts anderem da sind, als andere Firmen zu kaufen, das haben sie auch teilweise gemacht, aber zu absolut überhöhten Preisen, und das ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass das möglicherweise nicht das beste Investment, zumindest nicht langfristig ist, wenn man in solche SPACs investiert. Und insgesamt sehen wir eine massive Divergenz kann man sagen, zwischen dem S&P 500, dem Nasdaq und dem Russell 2000. Der S&P 500 mit Schlusskurs gestern ja nur noch 88% der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Beim Nasdaq sind es unter 50, beim Russell sind es sogar noch weniger. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Der sogenannte Breadth stimmt nicht bei Nasdaq und Russell, also die Marktbreite. Wir hatten ja kürzlich im S&P 500 noch Werte über 96%, historisches Allzeithoch, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt gehandelt haben. Also wir sehen, irgendwie sind da so ein paar Divergenzen, die wir hier erkennen können, in mancherlei Hinsicht divergent auch die Auffassung von JP Morgan, die meistens ein ziemlich schlechtes Timing haben, was Bitcoin betrifft. Bitcoin kann sich heute etwas erholen. Jetzt sagt der JP Morgan, also wenn Bitcoin es nicht bald schafft, über die 60.000er Marke zu kommen, dann dürfte das erstmal das Hoch gewesen sein für die nächsten Monate. Ist das sozusagen kontraindikatorisch, wie gesagt, da hatte man seitens der Bank nicht das allerbeste Händchen, und der JP Morgan vielleicht noch, Jamie Dimon kriegt jetzt ziemlich sein Fett weg, nachdem die Super League gescheitert ist. Das lastet man auch JP Morgan an, die ja da erstmal 3,5 Milliarden Dollar an Startkapital zur Verfügung gestellt haben, um praktisch amerikanische Sportlogik hier nach Europa zu verpflanzen. Ich habe gleich noch eine Statistik dazu, die interessant ist. Jetzt aber nochmal Thema Bitcoin, Thema Kryptowährungen. Jetzt haben wir hier ja Dogecoin oder Dogecoin oder wie auch immer es gesprochen wird. Und hier sagt ein Berufener sagt, dass man ja schon viele Dinge gesehen hat an den Märkten, die faktisch wertlos waren, aber noch nie gab es etwas, so meint der Berufene, das letztendlich eigentlich schon von seiner Gründung auf dazu da war, keinen Sinn zu machen, nämlich eben dieser Dogecoin. Es gibt extrem viele dieser seltsamen Coins und die sind beliebig vermehrbar. Das ist wirklich einer der, kann man sagen, auffallendsten Symptomatiken dieser Zeit, dass sinnfreie Dinge teilweise to the moon geschossen werden durch gierige Investoren. Hier ist diese Grafik, die ich vorhin angesprochen hatte in Sachen Super League, also diese Elitevereine, die dann sagen, wir machen unser eigenes Ding, kassieren da richtig ab und alle anderen sind nicht dabei, man kann sich nicht qualifizieren, man kann nicht absteigen, so wie das im europäischen Fußballsport ja der Fall ist. Und hier sehen wir mal, warum vielleicht die einen oder anderen da mitmachen wollten, nämlich die Verschuldung. Und hier sehen wir die Nettoverschuldung, das sehen wir die Tottenham Hotspurs, die fast 700 Millionen Schulden haben. Manchester United auch ganz gut dabei, 524. Dann kommen die Italiener, Juventus und Inter, und dann die Spanier, Barcelona, Real. Barcelona gab es ja schon Gerüchte, dass da vielleicht Insolvenz angemeldet werden muss. Atletico, also wir sehen hier massive Verschuldungen. Der einzige Club, der Abramovic sei Dank nicht wirklich verschuldet ist, ist Chelsea. Aber hier zeigt sich natürlich zunächst mal die Motivation, warum man hier mitmachen wollte.
Es ist das liebe Geld wie immer, aber dann hat man eben nicht damit gerechnet, dass die Fans, dass auch die UEFA so massiv agieren und reagieren. Liverpools Chef hat sich heute entschuldigt bei den Fans und bei Klopp und der Mannschaft. Das ist ein ziemliches Desaster, was da passiert ist. Und wie gesagt, das ist auch ein bisschen auf Jamie Dimon zurückgefallen, den Chef von JP Morgan. Kommen wir jetzt nochmal zu der Politik. Hier sehen wir wieder eine weitere Eskalation, kann man sagen, in Sachen Ukraine-Konflikt. Es sind ja weit über 100.000 Soldaten jetzt da in dem Bereich Ostukraine respektive Krim stationiert. Putin heute mit einer Ansprache, die er jedes Jahr macht, wo er sagte, also ich warne vor Provokationen, überschreitet nicht die rote Linie. Welche genau das ist, hat er nicht gesagt, aber da ist doch eine gewisse Aggressivität im Ton erkennbar, eine Gereiztheit von allen Seiten erkennbar. Das ist durchaus nicht ungefährlich, was hier passiert. Und wenn wir jetzt zu Europa kommen in Sachen Politik, dann sehen wir, dass jetzt die Risikoprämien italienischer Staatsanleihen durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in erster Instanz oder vorläufig erstmal die Klage abzulehnen gegen diesen Rettungsfonds der EU von, was sind das, glaube ich, 750 Milliarden. Das, wie gesagt, ist abgewiesen worden. Damit, dadurch sind die italienischen Renditen gefallen. Die Spreads, also die Renditedifferenz zur deutschen Bundesanleihe, ist etwas kleiner geworden. Und das ist der liebe Mario, den kennen wir noch als EZB-Chef. Jetzt ist er italienischer Premier und jetzt geht er all in für Italien, wie Wolfgang Müller heute hier in einem Artikel dargestellt hat. Da hat man eben mal schnell 70 Milliarden mehr Schulden aufgenommen, als eigentlich gedacht, als überhaupt angedacht war. Also Mario, der denkt sich, da mache ich das Gleiche wie bei der EZB. Nur damals konnte ich das Geld im Prinzip selber drucken. Jetzt habe ich meine Spezies in der EZB, die alle schön wegschauen. Kaum einer regt sich drüber auf. Wie sich auch keiner darüber aufregt, dass das Bundesverfassungsgericht hier diesen Rettungsfonds ablehnt, der letztendlich Haftung für uns alle bedeutet. Aber gut, wir sind ja, man lebt nur einmal, gell, und wir müssen Europa retten, sonst haben wir ein Problem. Das ist ja das Mantra von Angela Merkel. Das Mantra von Uschi von der Leyen ist, ich mache keine Fehler, außer wenn man mich dabei ertappt. Und das war schon ja in den Verhandlungen mit in Sachen Vaccines, in Sachen Impfstoffe ein Riesenthema, bis sie mal eingestanden hat, naja, da ist vielleicht was schiefgelaufen, weil man eben gesagt hat, wir wollen keine Haftung haben, das sollen schön die Hersteller haben und wir wollen günstigste Preise. Dann haben sich die Impfstoffhersteller eben gesagt, na, dann verkaufen wir dahin, wo wir keine Haftung haben und wo wir größere, bessere Preise bekommen. Jetzt der Beschluss offenkundig der EU-Verantwortlichen, unter anderem von Uschi, eben zu sagen, naja, wir werden also nicht mehr jetzt auf sogenannte Vektorimpfstoffe setzen, also weder Johnson & Johnson noch AstraZeneca, sondern nur noch jetzt diese mRNA-Impfstoffe, wie sie von Pfizer-BioNTech geliefert werden, und da will man jetzt extra Dosen bestellen. Jetzt ist nur das kleine Problem, stellen wir uns mal vor, es würde dann irgendwann festgestellt, oh, mRNA hat Langzeitschäden zur Folge, dann müsste man das wieder einstampfen, hat gleichzeitig Verträge gekündigt mit Astra und Johnson & Johnson. Und dann sitzt Uschi schon wieder auf der falschen Seite des Bootes und dann wird sie wieder bestimmt gute Gründe finden, warum all das nicht ihr Fehler gewesen ist. Und der Fehler des Bundestages war es wahrscheinlich nicht, aber es ist auf jeden Fall jetzt beschlossene Sache hier. Notbremse, das heißt Schulschließungen, Ausgangssperren etc. etc. Bei Inzidenzwerten, zum Beispiel ein Inzidenzwert von 165, ja, macht natürlich Sinn, gell? Was solche Werte eigentlich bedeuten, ist natürlich immer schwer, ja, einzuschätzen. Das macht manchmal keinen Sinn. Dann haben wir zum Beispiel einen Ausbruch in einem Betrieb, wie bei Tönnies, das ja passiert ist. Dann steigt in dieser Gegend die Inzidenz absolut stark an, aber es sind ein überschaubarer Kreis, der eben da zusammen war. Also so richtig sinnhaft erscheint das alles nicht, aber man will eben was tun. Merkel wollte jetzt sozusagen auch damit Kontrolle haben, in Sachen Infektionsgeschehen, in Sachen Corona-Politik über die Ministerpräsidenten. Und das ist ihr jetzt gelungen. Ob es den Märkten gelingt, jetzt wirklich den Befreiungsschlag nach oben zu machen, müssen wir mal gucken. Ein bisschen charttechnisch ist da schon passiert auf der Unterseite. Jetzt haben wir uns heute erholt. Jetzt können wir sozusagen ein ziemlich nervöses Rauf und Runter sehen, wäre die Möglichkeit. Der Weg des größten Schmerzes, Margin Calls auf beiden Seiten sind drin. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.